In diesem Video beschäftigen wir uns mit allgemeinen Aspekten von Inhaltselementen. Inhaltselemente, auch Seiteninhalt genannt, sind der Ort, an dem Texte, Bilder, PDF-Dateien, Videos und alle anderen Inhalte dem Besucher im Frontend präsentiert werden. Ich möchte in der noch leeren Seite Inhalte Text einfügen. Ich klicke auf die Seite Inhalte, neuen Datensatz an diesem Ort hinzufügen, und dann Text. Die Eingabe des Seiteninhaltes erfolgt über die Felder des Formulares, die auf mehrere Reiter verteilt sind. Die Auswahl der Felder hängt vom gewählten Typ ab. Durch eine Änderung des Typs wird nur die Anzeige der Felder im Backend und Frontend verändert. Die Inhalte bleiben auch bei einem ausgeblendeten Feld erhalten. Allerdings löst das Ändern des Typs ein Speichern der bisherigen Eingaben aus. Daher erhalten Sie im Standard jedes Mal eine Sicherheitsabfrage, die wir unterdrückt haben. Jeder Typ verfügt über die Reiter Allgemein, Erscheinungsbild, Zugriff, Kategorien und oft über einen Reiter mit typspezifischen Feldern. Den Reiter Kategorien erkläre ich an dieser Stelle nicht, da Kategorien nur genutzt werden können, wenn Kategorien angelegt und weitere Einstellungen für die Ausgabe vorgenommen wurden. In das Feld Text füge ich schnell einen Text aus der Zwischenablage ein. Damit wir im Frontend mehr sehen, werden wir uns jetzt die Felder auf Allgemein, Erscheinungsbild und Zugriff genauer ansehen. Wir tun das anhand von Typ Text. Spalte wirkt in Abhängigkeit von dem Layout Ihrer Website. Sie sehen hier nur die Werte Links und Normal, da das Backend-Layout der Seite nur diese Spalten anzeigt. Standardmäßig gibt es aber zusätzlich Rechts und Rand. Nach Dokument speichern und Webseite anzeigen sehen wir den Text im Frontend in der Hauptspalte. Stelle ich dagegen auf Links, wechselt der Inhalt die Spalte. Ich wähle wieder Normal. Sprache ist nur bei einer mehrsprachigen Website relevant. Überschrift gehört mit dem darunter befindlichen Feld Typ zusammen. Bitte nicht mit dem ersten Feld Typ verwechseln. Standardmäßig ergeben Standard und Layout 1 die größte Überschrift, auch als H1 bekannt. Layout 5 ist entsprechend die kleinste. Verborgen ermöglicht Ihnen im Backend eine Bezeichnung für das Inhaltselement einzutragen, die im Frontend nicht sichtbar ist. Sie können das Feld auch leer lassen. Erscheinungsbild Oberer Abstand erzeugt einen zusätzlichen Abstand nach oben. Ich wähle hier 50. Den oberen Abstand entferne ich lieber wieder. Unterer Abstand bewirkt analog dazu einen Abstand unterhalb des aktuellen Inhaltselementes. Einrückung und Rahmen ermöglichen Formatierungen für das gesamte Inhaltselement, wie Rahmen, Einrückungen und ähnliches. Diese wirken sich allerdings nur im Frontend aus, wenn das Layout entsprechend eingestellt ist. Zugriff. Deaktivieren versteckt dieses Inhaltselement für den Betrachter im Frontend. Eine Eingabe bei Veröffentlichungsdatum bewirkt, dass dieses Inhaltselement erst ab dem betreffenden Zeitpunkt im Frontend sichtbar wird. Ich gebe 10.10. ein und bei Ablaufdatum 12.10., sodass der Seiteninhalt gezielt 2 Tage sichtbar sein wird. Zugriffsrechte für Benutzergruppen kann genutzt werden, um diesen Seiteninhalt nur für bestimmte Gruppen im Frontend sichtbar zu machen. Voraussetzungen und Einzelheiten beschreibt der Hilfetext. Ihr Backend zeigt vielleicht eine etwas andere Auswahl an Feldern. Das Backend im Video ist auf unseren Beispielredakteur und seine Situation zugeschnitten. Das macht die Ansicht überschaubarer und das Kennenlernen leichter.
und ist eines der Kennzeichen einer guten Installation. Ich sehe als Redakteur also nur die Felder und Menüpunkte, die für mich sinnvoll sind. Beispielsweise ist hier unter anderem die Ausrichtung für die Überschrift ausgeblendet, da zu unserem Design Mitte oder rechts nicht passen würden.